Meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Raid Shadow Legends. Und heute machen wir etwas ganz Besonderes. Ich habe mich schon sehr auf dieses eine Video gefreut, auf dieses Video in der Series, in der 5-Part-Series von Raid Shadow Legends, nämlich die Arena. Freunde, heute geht's um die Arena. Im ersten Video haben wir Shards geöffnet, im zweiten haben wir den Clan-Boss, ein kleines Clan-Boss-Tutorial gegeben oder einen kleinen Crashkurs. Im dritten Video habe ich euch gezeigt, wie man seine Charakter leveln, ausrüsten, verzaubern, bla, alles mögliche kann. Und in diesem Video gehen wir in die Arena. Und in der Arena, da geht die Party ab, meine Freunde. So, hier seht ihr, ich bin auf Gold 3. Ich habe jetzt schon eine Woche nicht mehr gespielt, weil Pokémon Schwert und Schild released wurden. Ich hatte keine Zeit, um Arena rauszuhauen. Und deswegen bin ich quasi von Grandmaster, ne, vom höchsten Rang auf den zweithöchsten Rang wieder gedroppt. Auf jeden Fall, ihr seht hier Gold 3. Und Gold 4. Gold 4 ist quasi Maximum. Dann seid ihr quasi Champion oder whatever unter den Besten. So, wo fange ich am besten an? Wir gehen mal zum Schlachtlog. Hier seht ihr, gewonnen, verloren, vor 21 Stunden, vor 5 Stunden, vor 3 Stunden, Niederlage tatsächlich. In der Defensive und in der Offensive habe ich gar keinen Schlachtverlauf, weil ich, wie gesagt, eine Woche lang nicht mehr gespielt habe jetzt. Ganz wichtig zu wissen ist, in die Arena geht man mit einem offensiven und mit einem defensiven Team. Mit einem offensiven Team fordert ihr gegnerische Teams heraus. Zum Beispiel, sagen wir mal hier, der Kickador hat dieses Team hier. Und ich möchte ihn jetzt herausfordern mit, das hier ist mein Team. Na, Moment mal, kann ich das, machen wir mal kurz die Facecam weg. Zack, das hier ist mein Team. Und das hier ist sein Team. Unter anderem seht ihr jetzt unter mir, also da irgendwo, genau, die Teamstärke. Mein Team hat eine Teamstärke von 104.000. Seine Teamstärke beträgt 70.000. Das muss nichts heißen, ist aber ein guter Indikator. Also es kann sein, dass mich ein Typ mit 70.000 zerfickt. Und dass ich jemanden weghaue mit 150.000 oder 130.000 Teamstärke, ist aber ein sehr guter Indikator, wie stark das Team ist, okay? Darauf solltet ihr also achten. Ihr seht, der hat zwei Level 50er, zwei Level 60er, hier alles lila Sterne, der hat einen leere Typen, drei Stärke, ein Legendary, drei Epics. Naja, also ihr könnt so ein bisschen das Team analysieren, wie bei Pokémon zum Beispiel. Und dann wisst ihr, was für ein Team ihr nehmen sollt. Da oben seht ihr noch die Aura, ne, da hat 19% Geschwindigkeitsaura. Wir spielen mit der Death-Aura, damit wir ein bisschen mehr aushalten auf unseren Champions. So, das ist quasi der Angriff. Dann gibt es aber eine Defensive und das ist das hier. Das ist mein defensives Team in der Arena. Die habe ich einfach in die Arena geschmissen und andere Leute, die offensiv in die Arena reingehen, kämpfen jetzt gegen dieses Team. Okay, und jedes Mal, wenn ich gewinne, kriege ich passiv Punkte dazu und jedes Mal, wenn ich verliere, verliere ich natürlich Punkte. Das heißt, schmeiß da nicht irgendwas rein, sondern schmeiß da irgendwie was richtig Gutes rein, was schön Defensives, wo sich die Leute die Zähne dran ausbeißen. In meinem Fall ist es aber das exakt selbe Team, weil ich das gleiche Team für Angriff und Death verwende, weil beides für beides geeignet ist. So, hier habt ihr noch die Stufen, ne? Man fängt bei Bronze an quasi, bei 900, das hat, by the way, auch noch Einfluss auf eure Champions. Wenn ihr Bronze seid, dann kriegt ihr ein Angriffsprozent mehr, ein Death-Prozent mehr und ein Lifepoint-Prozent mehr. Wenn ihr auf der letzten Stufe bei Gold seid, kriegt ihr 20% Angriff mehr. Auf alle eure Champions. Immer. Permanent. Das heißt, wenn ihr ein gutes Arena-Team habt, dann habt ihr einfach für immer und ewig in diesem Spiel 20 mehr Life-Points, 20 mehr Angriff, 20 mehr Death. Und das hilft euch überall. Beim Clan-Boss, in der Arena, in irgendwelchen Dungeon-Raids oder in irgendwelchen Fraktionskriegen. Egal wo. Es hilft euch, wenn ihr in der Arena gut seid, Freunde. Und deswegen solltet ihr das auch definitiv in Anspruch nehmen, beziehungsweise angehen. So. Wie gesagt, das ist mein defensives Team. Hier habe ich vor 3 Stunden verloren, vor 5 Stunden aber gewonnen, vor 21 Stunden auch gewonnen gegen diese Teams hier. Jetzt gehen wir aber mal in die Schlacht. Ich würde sagen, wir erneuern einfach mal die Liste. Ich will mal gucken, was es hier alles Schönes gibt. Hier oben, wenn wir, ne, ihr seht, wir bekommen hier 3 Goldmedaillen, wenn wir gewinnen.
Wenn wir gewinnen, bekommen wir außerdem 7 Arena-Punkte. Hier unten bekommen wir 3 Medaillen und 13 Arena-Punkte, also fast doppelt so viele Arena-Punkte. Das sollte wohl irgendwie was zu tun haben mit, der hier ist der einfachste Gegner und der hier ist der schwerste Gegner, deswegen gibt er am meisten Punkte und der am wenigsten. Hier, wenn du gegen den verlierst, verlierst du auch, by the way, viel mehr Punkte, als wenn du gegen den hier verlierst. Also es ist ein bisschen komisch, es ist nicht High Reward, High Risk, sondern es ist das Gegenteil. Low Risk, High Reward. Also wenn ihr gegen den Stärksten kämpft, dann kriegt ihr am meisten, wenn ihr gewinnt, und ihr verliert am wenigsten. Also theoretisch ist der Erste, beziehungsweise hier die Ersten, immer nicht so gut, wenn ihr hier kämpft, weil wenn ihr verliert, kriegt ihr am meisten Punkte abgezogen und ihr bekommt am wenigsten, wenn ihr gewinnt. So, das hier unten ist am rewardingsten, deswegen würde ich immer so ein bisschen hier unten anfangen. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, ob der stark ist oder ob er nicht stark ist. Das sollte vielleicht mal so sein, aber es ist nicht so. Also gegen die hier unten gewinnt ihr genauso gut gegen die hier oben. Das hat rein nichts damit zu tun. Aber gut. Leute, wir wollen jetzt einfach mal in ein Match rein starten. Eine Teamstärke von knapp 90.000. Wir sehen hier schon Juliana, ein sehr, sehr guter Hero, gerade für den Clan-Boss und auch für die Arena. Er hat Kayle, ne, den Starter. Er hat den Sucher, der ist sehr gut, da der auch wieder sehr schöne Buffs verteilt. Und dann hat er noch den fahrenden Ritter. Den fahrenden Ritter kenne ich nicht, alle drei sind sehr, sehr common auf dem Battlespot quasi. Wir gehen in den Kampf und jetzt wird gebattelt, meine Freunde. Auf das habe ich mich schon massiv gefreut. So, so sieht die Arena, by the way, aus in der... im High Rank, ne, quasi in der Gold... auf der Goldstufe. So, jetzt... habt ihr gesehen, was passiert ist? Mein Team ist sehr langsam. Ich habe bei meinem Team gehe ich komplett auf Angriffskraft, Crit-Chance, Death, Stärke, bam. Nicht auf Geschwindigkeit. Das aktuelle Meta besteht aus lauter Leuten, die nur auf Speed gehen. Oh mein Gott, ich muss meinen Gegner outspeeden, ich muss alle Buffs draufhauen und dann muss ich nuken, so schnell ich kann. Ich mache das Gegenteil. Ich spiele ein Counter-Team zu all dem, was quasi auf dem Battlespot gerade in ist. Ich spiele langsam, aber bulky. Ihr habt gesehen, was ich im letzten Part schon angemerkt habe. Skullcrown hat gerade alle ihre KP verloren, außer eins. Ich habe im letzten Part gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Life Points sie hat, wie viel Death sie hat. Denn sie hat den Unsterblichkeitsbuff und sie stirbt nicht in der ersten Runde. Und das ist alles, was zählt. Außerdem habe ich euch einen Perk gezeigt bei den Fertigkeiten. 50% Chance auf einen Gegenangriff, wenn der Gegner ihr 25% Leben abzieht. Den habt ihr gerade gesehen. Und sie hat einmal einen Auto-Attack angegriffen und das Gegnerteam ist fast half-life. Ne? Also ihr seht, ein sehr, sehr guter und wichtiger Perk für Arena. So, alle haben überlebt. Skullcrown wurde geschwächt, hat zurückgehauen. Jetzt, meine Freunde, kommt meine Strategie. Kayle, der mit der defensiven Aura uns ein bisschen mehr Death gibt, unserem Team, greift jetzt erstmal mit einem AOE an, der Death verringern kann, was er hier gerade gemacht hat. Und zwar alle drei hat er getroffen. Jetzt kommt Skullcrown mit dem ultimativen Blast-Nuke-Angriff. Boom. That's it. That's it. Und das passiert bei mir bei 80% meiner Kämpfe. Ich tanke Hits, maybe an einen Gegenangriff, um ein bisschen die Schilde zu brechen, um ein bisschen anzuknacksen. Dann kommt Tyrell, schwächt die Death und dann Skullcrown. Boom! 121.000 Damage. Alle fallen um. So, das passiert bei 90% der Kämpfe. Jetzt muss man allerdings sagen, natürlich bin ich jetzt nicht im höchsten Level, nur im zweithöchsten und hier fallen die Gegner natürlich um einiges schneller um. Es gibt natürlich auch viel, viel bulkigere Gegner. Machen wir mal diesen Kampf hier. Der Typ ist ein Pay-to-Win-Guy, das sieht man einerseits daran, dass er hier dieses Symbol hat. Der bekommt monatlich irgendwelchen krassen Boni, weil er halt Geld bezahlt und... du hast niemals, was habe ich für ein Level 55 oder so? Ich habe zwei legendäre Champions mit viel, viel Glück bekommen. Der Typ hat
3 Legis in seinem Arena-Team. Alle auf Level 60 und quasi voll equipped und so. Ja, da sieht man einfach quasi, ne, der hat viel Geld investiert, was völlig in Ordnung ist, aber er, das hat, ist halt immer ein Indiz dazu, dass er viele Legendäre hat und Legendäre sind halt schon sehr, sehr stark. Wir gucken mal, ob wir gegen ihn gewinnen können, meine Freunde. Maybe nicht, maybe ja. Wir werden sehen. Okay, und er ist langsamer als unser Team. Okay, krass. Oder zumindest als Kale. So, dann droppen wir mal den Dev. Alle Dev-Drop bekommen. Ich mache, by the way, extra langsam. Normalerweise spiele ich immer auf plus 2 oder auf mal 2. Aber für euch mache ich es langsam, damit ihr ein bisschen mehr die Animationen und so seht. So, jetzt seht ihr, er hat einen Konter-Debuff drauf bekommen. Aber das ist uns egal. Skullcrown muss Damage machen des Todes. Und wir gehen jetzt einfach drauf. Okay, der erste ist schon gestorben mit 23.000. Der hier ist fast tot, der komische Riese. Sehr schön, wir haben einen schon mal rausgenommen. Jetzt, meine Freunde. Im ersten Kampf kamen wir ja nicht mal dazu, meine anderen zwei Charakter zu verwenden, nämlich Sinesha und Schädelbrecher. Folgendermaßen, Sinesha kann jetzt entweder verdampfen, einen starken Hit auf einen raushauen und den schwächsten, also von den LP her, schwächsten meiner Verbündeten heilen. Sie kann alle Verbündeten heilen oder sie kann jetzt einfach angreifen und alle Gegner-Champions mit unter 50% Life-Points werden zweimal getroffen. Und sie ergänzt sich deswegen so gut mit Skullcrown, weil Skullcrown ihr Auto-Hit macht einmal Schaden und wenn die Gegner immer noch mehr als 50% Leben haben, macht sie nochmal Schaden. Sinesha macht zweimal Schaden, wenn die Gegner unter 50% sind. Also die beiden greifen im besten Fall viermal an in einer Runde und das ist crazy. Außerdem kann Sinesha jetzt Skullcrown quasi heilen, die ja quasi geschwächt ist. Ne? Skullcrown ist immer das, was am schnellsten wegstirbt, beziehungsweise nicht wegen dem Unsterblichkeitsbuff, aber halt sehr, sehr niedrig kommt. Skullcrown, hier Sinesha hat zwei Möglichkeiten, Skullcrown wieder hochzuheilen. Entweder, wenn ich sehe, okay, Skullcrown ist komplett unten, dann heile ich sie voll mit dem Zauber hier. Oder, wenn sie angeknackst ist, wie jetzt, gehe ich auf den Verdampfen und heile sie einfach ein bisschen. Na? So, oder ich greife eben alle an und das eben zweimal. So, auf jeden Fall, die ergänzen sich sehr gut. Skullcrown bekommt übrigens noch einen gratis 30% Revive, also Wiedergeburt, wenn Sinesha in ihrem Team ist. Also die beiden ergänzen sich unglaublich gut. So, jetzt haben wir den Schädelbrecher, der als letztes drankommt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, denn jetzt kriege ich den Counter raus. Hätte der als erstes den Counter-Buff gemacht, hätten alle meiner Champions angegriffen. Guck mal, wenn ich ihn nämlich jetzt angreife, wenn ich angreife, dann passiert Folgendes. Schaut mal auf den Debuff, auf den Buff hier. Der ist jetzt auf 2. Oh, er hat noch einen Debuff entfernt. Jetzt habe ich nur noch einen. Na? Jedes Mal, wenn du angreifst, ist es quasi eine Abklingzeitsrunde für einen Buff. Und deswegen willst du der bufft, gerade Konter und Schild, den willst du optimalerweise zwischen deinen Angreifenden, dann kommst du mit dem Buff und zwischen den Gegner, die angreifen, stellen. Also, ist einfach logisch. Ihr werdet selbst sehen, wenn ihr ins Spiel reinkommt. So, jetzt habe ich meinen Nuke schon verbraucht. Jetzt haben wir noch den A1. Und auch der macht sehr guten Angriff. Der eine ist fast tot. Die Axe ist ziemlich stark, muss man sagen. Obwohl ich auch gleichzeitig sagen muss, dass das Gegnerteam nicht allzu krass ist. So, Sinesha finisht jetzt den Riesen hier und macht guten Damage auf die Echse. Ja, die Gegner können nichts. Also in dieser Elo, die zweitstärkste Elo. Naja. So, jetzt gehen wir auf... Jetzt haben wir verschiedene Sachen, ne? Wir können hier den Angriff verringern. Hier können wir den Death verringern. Und hier können wir Sachen lähmen. Wir gehen mal auf den Lähm-Angriff. Bap! Jetzt ist sie nämlich gelähmt für die nächste Runde. So. Scoop. Reicht das? Nein, es reicht nicht. 5% Life hat sie noch behalten. So, wir verschnellern das ein bisschen. Und jetzt kommt eben der hier dran. Zack.
Und das war's. Ja, mit dem Konter kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr angegriffen werdet, einen Konter, einen Gegenangriff. Und das ist krass, weil Sinesha und Skullcrown eben alle Gegner angreifen. Also ihr seht, das ist insane. So, der Gegner macht den Init-Buff. Jetzt noch einen Angriffsbuff und jetzt greift er an. Der macht übel viel Damage, der Typ, normalerweise. Der hier ist wahrscheinlich wieder ein bisschen schwächer. So, Death debuffen. Oh, sie hat die Debuffs gecleant. Okay, ja gut, dann jucken wir jetzt trotzdem mal rein. Bam! Alter. Die macht einfach guten Damage. So, jetzt kann ich mich entscheiden, will ich heilen? Nee, ich greife an, die Gegner sind low genug. Also die wird sterben. Das ist, by the way, der Starter, ne, der vierte Bogenstarter. Der wird sterben, die wird sterben, der wird vielleicht sterben. Schauen wir mal. Nope, der wird nicht sterben, weil der uns sogar resistiert. Das sieht man am roten Pfeil da oben. Ne? Wenn der einen roten Pfeil hat, dann machst du quasi keinen Damage, weil du, er ist ein Ausdauer-Champion und wir sind Angriffs-Champions. Und Ausdauer-Champions gewinnen gegen Angriffs-Champions. Dafür Magie-Champions wie Tyrell gewinnen wiederum gegen Ausdauer-Champions. Und ihr seht, das macht super viel Damage. Und dann haben wir noch die lilanen, die leeren, aka die neutralen Champions, wie Skullcrown einer ist. Und die treffen alle neutral, werden aber auch neutral getroffen. Also ihr seht, das ist auch wieder so Schere-Stein-Papier-Prinzip. Ähnlich wie bei Pokémon. So, der hat 90.000 Stärke, 2 Legis im Team. Schade, dass ich nicht in der letzten Elo bin. Da wären die Kämpfe ein bisschen spannender, aber ihr seht ungefähr, wie meine Strategie ist. Ne, wir gehen schön auf Konter. Zack. Oh, der hat schon wieder gedebufft, der Junge. Alter, die können aber immer schön debuffen hier. Jetzt gehen wir mal. Oh, wir sehen, unser Schädelschmetterer ist fast tot. Okay. By the way, was auch wichtig ist, die rote Leiste sind die KP des Gegners. Die gelbe Leiste ist die Schnelligkeit, beziehungsweise der als nächstes drankommt. Das heißt, in der Theorie, wenn jetzt ein Gegner vor meinem Schädelschmetterer noch drankommen würde, dann würde ich jetzt mit Sinesha einfach heilen, dann hätte er wieder volle Leben. Jetzt könnte ich angreifen, weil jetzt komme ich mit Schädelschmetterer direkt als nächstes dran und das heißt, ich kann den Buff raushauen. Ne? Also jetzt kann ich angreifen, bam, und jetzt komme ich dran, jetzt kann ich den Buff raushauen, jetzt ist er eh unsterblich. Ich werde angegriffen, Gegenangriff. So, gehen wir mal auf der hat eine Schwächung. Und ist jetzt gelähmt. So, und jetzt muss ich nichts machen. Er greift alle meine Champions an. Die haben aber alle einen Gegenangriff Debuff drauf. Ne, ich muss nichts tun. Der tötet sich gerade selbst, der Junge. Ne? Also das ist crazy. Mit dem Gegenangriff, wenn der Gegner AOE spammt, das ist sein Todesurteil, weil dann die AOEs eben zurückkommen. Na? So, zack. Und jetzt der letzte Angriff auf diesen Typen. Und das war's. Mit diesem Duell. So, Alter, der sieht ja aus wie Gorgorab. Was ist das denn für ein lustiger Typ? Ist der neu? Magier der Gruft, scheinbar. Das ist der gleiche Skin wie Gorgorab, einfach ein bisschen verändert, ne? Interessant. Okay. Alright, Freunde, dann wollen wir jetzt nochmal ein richtig starkes Team angehen, nämlich das da. Savia ist wahrscheinlich der Nummer 1 Charakter in der Arena. Das ist einer der kranksten Champions im Spiel, wenn nicht sogar der beste für die Arena. 141.000, uiuiui, das wird sehr schwer. Der hier gibt einen krassen Angriffsbuff den Arena-Mitgliedern. Hier, Angriffs 33, oh Gott. Also sie hat 4 legendäre Champions, einen insgesamte Teamstärke von 141, was insane ist. Mal gucken, alle Level 60. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier gewinnen können. So, unsere Strategie ist wie immer, wir debuffen Angriff. Boah, Digga, okay, 77.000. Instant unseren Buffer gekillt, das ist sehr schlecht. Aber okay, vielleicht nuken wir. Vielleicht haben wir Glück mit den Crits. Oh mein Gott, wir haben alles weggeballert. Holy shit! Verdampfen! Oh mein Gott! Yo! Skullcrown ist insane!
Alter, Skullcrown hat gerade fast 200.000 Damage gemacht. Die hat gerade die ganzen Gegner weggekrittet, Alter, weggeballert. Oh mein Gott, holy shit. So, Freunde, oh, schade, der Part ist schon wieder um. Ich liebe Arena-Battles bei Raid. Ja, schade, ich hätte gerne den Part ein bisschen, ne? Aber die 20 Minuten sind leider schon wieder um. Wir haben eine weitere Daily abgeschlossen mit den 5 Arena-Kämpfen. Ja, Arena macht super viel Fun in diesem Spiel, aber natürlich braucht man dazu die richtigen Champions. Das muss man natürlich auch sagen und ich hatte sehr viel Glück mit Sinesha und mit Skullcrown. Auf jeden Fall, das war mein Arena-Team und das war meine Arena-Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Spaß gemacht, euch vielleicht anregen könnt zu eigenen Arena-Builds. Und falls ja, lasst dem Ganzen einen Daumen da und vergesst nicht den Link in der Videobeschreibung zu klicken. Da könnt ihr euch nämlich Raid Shadow Legends holen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und macht's gut. Euer Sefi.